Hallo, 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 willkommen zurück. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich spawne. Ich habe mich hier gerade hin teleportiert, wo wir weitermachen wollten mit der Power-Rüstung. Und plötzlich sind hier voll viele Gegner und alles voll krass hier. Das ist doch das Gebäude, wo wir waren. Ja, warum sind denn die Supermutanten da wieder? Und alles. Ich bin gerade total verwirrt. Was ist denn hier los? Bin ich hier gelandet? Warum? 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 Das ist doch der Ort hier, wo wir vorher auch waren. Und trotzdem sind hier auf einmal so viele Gegner. Ich habe ja doch gerade Supermutanten gehört. Siedler? Was ist hier passiert, Siedler? Notiz? Bitte was? Ich bin gerade sehr verwirrt, weil ich nicht weiß, was hier abgeht. Ich bin doch hier richtig oder irgendwo falsch teleportiert? Ne, hier sind wir richtig. Hier ist dieses fucking Gebäude, wo ich rein musste. Und plötzlich tauchen die über Gegner auf und ich habe auch Supermutanten gehört. Ich weiß aber nicht, wo die waren. Beziehungsweise, wo die sind. Lass mal ein Simpack reinballern. Wir wollten ja hier weitermachen, deswegen gehen wir jetzt erst hier weiter. Oh, ja. Das ist die Superrüstung, beziehungsweise die Powerrüstung. Da läuft man halt so welche Sandsäcke kaputt. Ich habe gerade voll Schiss bekommen. So, gehen wir wieder rein. Leute, letztes Mal hier ist es stehen geblieben. Jetzt muss ich den Ladescreen euch leider zeigen. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich da drin quasi wieder reingehen. In dem Part, aber es gab ja noch Action. Es gab einfach Action. Okay, Laden dauert nicht mehr so lange. So. Jetzt können wir nach oben gehen. Scheiß auf langsam gehen. Oh, habt ihr noch nicht gelootet? Doch. So, Leute, jetzt haben wir eine Power-Rüstung, dann sind wir unsterblich. Man, kurz mein Meat Boy anzeigen. Oh yeah, da ist er da. Wunderbar, ist wie so Batman. Ich ruf dich Batman, ich ruf dich Meat Boy. Meat Boy sag ich schon. Ich habe gerade Meat Boy gesagt. Vault Boy natürlich, Entschuldigung. Der Meat Boy. Kennt ihr den Meat Boy? So. Jungs, Mädels, habe ich den Mülleimer gelootet? Na klaro. Hier wäre das mal stehen geblieben. Und jetzt werden wir hier aufräumen. Wir sind leise, psst. Ganz leise, Hundi. Dog me, ganz leise. Wir haben eine Powerrüstung, wir sind nicht laut. So, sind die Jungs noch da oben irgendwo? Kommt mal her. Kommt mal her. Komm mal her. Was ist denn da oben? Oh, ein Kopf. Ein Gunner-Kopf. Komm mal her. Tschüss, Nummer 1. So, du kriegst erstmal von mir jetzt einen Crit in den Kopf. Weil ich es kann, kriegst du einen Crit. Gut. Junge, in your face. Und noch einen. Sehr schön. So, leben noch ein paar Boys. Wenn ja, kommt her, ich gebe euch. Ist halt so geil bei der Powerrüstung. Einfach, du hältst halt so viel aus, plus. Wo? Ach, der da hinten, der da rumgelasert hat. Ich weiß halt nicht, wie es hoch. Ich loot erstmal. Kurz. Weil die haben ja Loot. Was hat der? Wow. 100. Wert. 159 nehmen wir mit. Der Rest ist Müll. Wo ist denn jetzt hier unser OP-Ding da, wenn wir ihn gerade weggesnackt haben? Unser. Da. Was hat der? Eine Brille. Mit schwarzem Gestell. Fusionskerne mitnehmen. Stimpack. Und hier reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden. Sehr gut. Nehmen, mitnehmen. Ich habe übrigens quasi in der Zeit, wo ich jetzt hier hingelaufen bin, habe ich noch, wenn gleich looten, habe ich noch ein neues Rüstungsteil angelegt. Lol. Da ist er. Treffe ich nicht. Kann der durchschießen? Kannst du durchschießen? Lol. Switch mal auf. Wir switchen mal auf die Schrotflinte, weil wir gerade so nah dran sind. Ich glaube, die ist ganz okay. Nachladen. Sehr gut. Und? Gib ihn. Sehr geil. In your face, my friend. Verspritztes Eingeweide. Okay, das war's gut. So, wo ist hier noch einer? Da, aber der hat gerade Bock auf Molotov-Cocktails. Wo ist denn der? Also definitiv ein Freund des Molotov-Cocktails. Ich weiß halt nur nicht, wo er ist.
Hallo? Da ist er. Der hat Bock auf Water-Cocktails. Oh, gibt es einen One-Shot? Nur nachladen. Jetzt aber. Ja, laber ruhig. Hast deinen Kopf verloren. Ist eine kopflose Angelegenheit, wie der Kopf einfach da runterfliegt. Sehr schön. Da, da liegt er irgendwo. Moment, wir gucken kurz, wo ist der Kopf? Ah, ne, bevor uns wieder... Bevor wir wieder aus dem Power-Rüstung rausgehen, wenn wir zu sehr E-Spam. Die hat auch Wert. Ja gut, 66er Wert. Wir können übrigens, da wir es aufgewertet haben, mitnehmen. 410. Leute, wie geil ist das denn bitte? 410. Das ist ja fast ein Pömpelwert. Das ist ein Pömpelwert. Nehmen wir einen Pömpel mit, deswegen. Das ist ein Pömpelwert. Wenn man so viel mitnehmen kann, dann muss man einen Pömpel auch mitnehmen. So, können wir durchlooten. Erstmal die Toten natürlich. Denkt daran, immer die Toten zuerst. Obwohl, die Toten haben wir ja da, ne? Ja, die da oben haben wir noch nicht gelootet, die Toten. Die Toten! Wir haben zum Glück geskillt, dass unsere... Den haben wir schon. Den noch nicht. Dass unsere... Wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. Was ist das denn hier? Oh Gott. Schmutziger Armeehelm. Dass unsere Fusionskerne länger halten. Von daher passt es ja. So, Spielzeug mitnehmen. Kaffeetasse, gern gesehen. Wie gesagt, wir können mehr mitnehmen. Passt. Gannerharnisch brauche ich nicht. Da hat jemand die Pflanze umgespielt. Schreibtisch. Das ist ein Skalpell. Ich habe auch mal ein Skalpell im Schreibtisch drin. So, hier irgendwas. Ne, das ist ein Sofa. Mülleimer gerne gesehen. Gern gelootet. Gern reingelümmelt. Oder gelümmelt, wie auch immer. Hier haben wir nichts. Da geht sogar noch höher. Immer diese eingestürzten Sachen, wo man höher gehen kann. Siehst du, da sind immer Patronen drin. Glühbirne. Eine Kamera. Nee, mit Kamera ist bestimmt sehr geil für... Okay. Für Schrott. Verbandsschere. War ich da hinten schon? Komme ich da hinten hin? Muss ich da rüberspringen? Nein, das geht nicht. Power-Rüstung zumindest nicht. Hier noch kurz durchlooten. Wie schon erwähnt, wir looten alles mit. Wir nehmen alles mit. Erklärband. Mir ist auch gefallen, dass diese Werkzeugdinger gar nicht mehr zu sind. Also die Werkzeugkästen. Sonst waren die immer zu. Jetzt nicht mehr. Und das sieht genauso aus wie die Collector-Edition von Fallout 4, die ich natürlich besitze. Die Vault Box. War sehr teuer. Ich habe sie trotzdem. Sehr gut, ne? Ich habe ganz viel Geld ausgegeben für das Spiel. Ich habe das Spiel sogar zweimal, tatsächlich. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal verlosen. Weil ich habe es ja quasi einmal über. Ich habe das Spiel für die PS4 über. Dann könnte man es eigentlich verlosen. Irgendwann mache ich das bestimmt mal hier im Let's Play. Aber nur für Leute, die jeden Part gucken. Haha. Also nicht viele. Doch. Passt schon. Dankeschön fürs fleißige Gucken. Ich weiß, dass dieses Projekt ein wenig geguckt wird. Trotzdem vielen Dank, dass ihr reinschaut. Finde ich cool von euch. Ein Däumchen gibt's für euch. Hier, yeah, Kaffeekanne nehme ich mit. So. Da hatte ich jetzt auch durchgelootet. Wie komme ich denn jetzt da hier an diese Seite? Dahin. Da. Dogme, wie komme ich da hin? Durch die Tür, da kann ich aber auch nicht lang. Komme ich da irgendwie rum? Komme ich hier irgendwie rum? War ich da schon? Ich ziehe mal die Power-Rüstung aus. Und versuche da mal rüber zu springen. Ja, das klappt, glaube ich. Das ist gerade nicht so gut. Bestimmt kommt man da irgendwie noch hin, aber ich... fuck. Da geht's runter. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Manche Power ruhig durch die da oben. Ach, hier. Nee, hier. Ah. Da vielleicht runterspringen oder rüberspringen. Das klappt. Sehr gut. Ah, sehr geil. Oh, das ist ein Sieb. Und ein Mikroskop brauche ich. Habt ihr gesehen, da ist so ein Ding zwischen hinter gewesen, so ein Fragezeichen. Oh, Nuka-Cola. Alles mitnehmen, wenn es hier rumliegt. Überfälliges Buch. Ich soll noch die Notizen einlesen von den beiden Boss, die da tot lagen. Mach ich noch später, wenn ich da wieder hinkomme, wenn ich dran denke. Was haben wir hier noch? Ah, können wir aufmachen. Sehr geil. Easy. Easy kurz aufgemacht. Impulsmine. Wow. Klebeband. Was ist Impulsmine? Impuls bedeutet, glaube ich, auf Reaktion. Geht die hoch. Was ist hier denn passiert? Oh, hallo Hund. Alles klar. Ich will die Lampe mitnehmen. Das war gar keine Lampe. Schade.
Also es war wohl eine Lampe, die konnte ich aber nicht mitnehmen. TV, Dinner, Scheiße, brauchen wir nicht. Hier noch irgendwas Brauchbares. Shuttle Zigaretten, ja, nehmen wir mit hier. Stange Zigaretten nochmal. Die Lampe funktioniert nicht. Sonst irgendetwas. Tischventilator, sehr wichtig. Da ist Eisen, Kupfer, glaube ich, auch drin. Obwohl, der Kupfer war ein Telefon, sage ich jedes Mal. Oh, was war das denn? Weiß ich nicht. Hab ich mitgenommen. Es war etwas. Ein Schachbrett. Sonst ein fucking Secret hier noch oder sowas. Da war der Tresor, der Schreibtisch ist leer. Oh, militärisches Klebeband, was? Militärisches Klebeband, sehr gut. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Mülleimer. Ein Stuhl. Kaliber 50. Nicht sonst. Sehr gut. Aber wir haben den Tresor gefunden. Okay. Komm wieder weg hier. Wieder echt weit springen kann ohne Powerrüstung. Und wir rein in meine jungen kleinen Freund namens Power Rüsti, die sehr cool aussieht. Wir rufen nochmal kurz Batman. Kleinen Moment. Eben wird Batman noch rausholen hier. Oh. Ja. Kleinen Moment, mein Handy ist aufgeladen. Ich muss mal kurz abziehen. Oh. So, ich habe übrigens nicht gefurzt. Das war mein Stuhl. Der ist mit Leder. Ein Lederstuhl und dann, wenn man so mit seiner Hose hinterher reibt, dann quietscht es manchmal. Also nicht, dass ich hier denke, dass ich hier rumfuhre im Let's Play. Würde ich niemals machen. Nein. So, sehr gut. So, ich rufe dich. Komm, Vault Boy, komm raus! Und nicht Meat Boy, sondern Vault Boy. Sehr gut. Automatisch gespeichert, gefällt mir doch auch. So, sind wir wieder sehr träge. Oh, da ist ein Loch. Entschuldigung. Da ist ein Loch. Ich werde übrigens mit der Powerrüstung nicht so oft sprinten. Euch ist bewusst, wieso, glaube ich. Habe ich hier schon alles gelootet? Ja. Weil ganz einfach dadurch der Verbrauch weg ist oder höher ist. Von den Kernen, also mache ich das nicht. So, jetzt geht's hier noch höher. Da waren wir auch, ne? Yep, da kommen wir her, alles klar. Ich gehe die ganze Zeit rum, obwohl ich da durch das Loch könnte. Egal. Ah, wie groß. Oh, da ist jemand mit einem Poweranzug. Gunner-Kommando, Kommandeur, oh Gott. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Gar nicht gut. Die hält auch ein bisschen viel aus. Tatsächlich. Alter, wie viel hält die aus? Was mehr Damage macht. Ich gehe ran mit Schrot. Wow, 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 wow. 80% in den Kopf. Die ist so ungeschützt im Kopf. Die haut mich. Okay, okay. Warten wir, bis die Scheiße wieder auffüllt. Ich heile mich jetzt wieder, alles klar. Eieieiei. Was hat sie jetzt? Mit Crit in den Kopf. Jawoll. So gefällt mir das. Ach du heilige Scheiße. Eieieiei. Party in the USA. Fuck, nur 47% Crit, scheißegal. Beziehungsweise 47% zu treffen. Oh ja, siehst du. Ich treffe wieder nicht. Okay, sie geht auf den Hund scheinbar und rennt weg. Was macht sie? Da löst sie gerade ihre Rüstung auf. Sehr gut. Hundi, weitermachen. Leute, wo ist sie? Die ist runtergefallen. Ist einfach runtergefallen. Jetzt kommt wie schnell die schießt. Er muss nachladen, eine halbe Stunde hier. All down. Jawoll. Gedreckt, my friend. Gedreckt. Ich habe sehr, sehr viel eingesteckt. Muss man leider sagen. Wo sehe ich denn den Zustand von meiner Rüstung eigentlich? Sehe ich den hier unten nicht irgendwo? Armor 74. Ja, das ist meine Munition. Dann sehe ich 13 Kerne. HP ist wieder gleich voll. Hier meinen allgemeinen Zustand, glaube ich, gar nicht. So, was hat die jetzt gedroppt? Ja, die Rüstungsteile. Das sind die Standardrüstungsteile scheinbar. Sonst nichts Tolles? Alter,
Alter, wie krass das hier auch ist, ne? Lass mal mit hier. Wert 129 kann man mitnehmen hier, alles klar. Haben wir sie geschafft. Junge Dame, du bist tot. Kann ich dich hochheben? Ne, leider nicht. Jetzt gehe ich aus meiner Rüstung raus. Entschuldigung, ich wollte sie hochheben. Aber sie ist tot. Und ich glaube, so eine Kollegin ohne Powerrüstung wäre etwas schwierig gewesen. Also sie zu besiegen. Wenn so ein Gunner mit Powerrüstung. Das war der Kommandeur. Die Kommandeurin. Sehr gut. Hör auf, Hexen. Können wir speichern? Können wir stolz auf uns sein? Ach, da links sehen wir unsere Rüstung, die noch komplett voll ist. Wir natürlich mal nach Hause gehen, die bisschen heilen und so weiter. Jet nehmen wir auch mit. Ruftaste für den Fahrstuhl. Gibt's denn jetzt... Ihr muss noch krasse Loot geben dafür, dass hier so krasse Boys dabei sind. Wie viel kann ich noch mitnehmen? Noch ziemlich viel dafür, dass wir komplett eine andere Powerrüstung dabei haben. Ist das noch ziemlich viel? Oh, das ist gut. Ich muss jetzt immer mit herumlaufen, weil wir können halt so viel mitnehmen. OP. OP. So, was hast du hier beschützt? Du warst hier drin. Ist hier jetzt irgendwas Tolles? Hier ist der Loot, den ich haben wollte. Na geil. Voll der tolle Loot. Also muss ich sagen, das ist voll toll, hat sich voll gelohnt. Oh, Mini-Atombombe. Sehr gut. Habe übrigens auch mit Fallout 1, 2 und 3 und allen Add-ons dazu so eine Mini-Atombombe. Ja, ich bin ein Fallout-Suchti. Oh, hier. Das Schloss sieht stabil aus. Fuck my life. Man braucht Meister. Ja, Hundi, ja, gönn dir mal. Meister brauchen wir. Alles klar. Müssen wir uns merken, merke ich mir eh nicht, aber wir brauchen hier Meister für. Oh, Balkon? Auf dem Balkon sind da noch Raider? Gunner? Ne, Gunner sind wir ja. Hier nicht Raider, Gunner. Ob da noch Gunner sind? Ich bin mal gespannt. Gunner? Hallo? Entschuldigung. Ist auf dem Dach. Und hier gibt es einen zweiten goldenen Grashüpfer. Nein. Oh, das ist ein Supermutant. Hallo? 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 Wer macht Damage? Wo kommen die denn schon wieder her? Warum leben die denn alle? Kann man echt weit gucken hier? Auf dem Dach? Dogmeat hat was gefunden. Was denn? Eine Bierflasche? Alles klar. Ja, okay. Die haben sich verpisst. Was sagt denn mein Schrot? Ich hab gar nicht mehr so viel. Hier mal lieber die Waffe wieder. Dann gehen wir mal hier wieder rein. Ins Gebäude. Da war ja nichts. Oder? Ich habe jetzt was übersehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Auf dem Balkon. Wenn ja, bin ich doof. Aber sollte ich nicht. Ich bin noch ein Pro. Ich übersehe nichts hier. Ach, man kann einfach nur dann von da nach da laufen. Alles klar. So, es geht noch höher. Müssen wir da mit dem Fahrstuhl hin oder können wir irgendwann da sind? Hier haben wir schon diesen Scheiß hier gelootet. Haben wir schon. Die Blume kann ich nicht mitnehmen. Out of order. Ich glaube, ich muss den Fahrstuhl benutzen, um noch eine Etage höher zu kommen, weil da gibt es scheinbar noch was. Hier können wir nichts machen, beziehungsweise können wir den Tresor nicht aufknacken, weil wir nicht meisterhaft unterwegs sind. Wir sind kein Meister. Wir fahren nach unten. Ich will aber nach oben. Ja, Hund, spring mal runter. Fahrstuhl, scheiß drauf. Er ist so geil, der Hund. Er springt einfach runter. Warum? Weil er es kann. Einfach nur, weil er es kann. Kann ich hier rausgehen? Es geht halt nicht einfach höher, ne? Scheiße. Es geht nicht höher. Ist hier was im Fahrstuhl drin? Keine Ahnung. Ah, ich kann hier hochspringen. Vielleicht zumindest. Ja, ja. Sehr geil. Easy. Hat Lars seine Parkour-Action, seine Parkour-Skills wieder rausgepackt. Sehr schön. Dafür finden wir ein Klo hier oben. Hat sich ja gelohnt. Und hier geht's noch höher. Was ist das? Ein Sessel. Ein sehr ekliger, hässlicher Sessel. Schon wieder offen. Scharfschützengewehr könnte was wert sein. 91 nehmen wir mit. 91er Wert ist ganz sexy. Sonst noch irgendwas hier? Nur so ein scheiß Scharfschützengewehr? Dafür, dass ich alles erforscht habe?
Da oben kann man auch noch überall hin, wenn man da, ja gut, wenn man da hochkommt. Keine Ahnung. Ich glaube, das war's. Sonst könnte ich immer Dogmeat fragen, aber Dogmeat ist ja runtergesprungen in den Tod. Weil Dogmeat sich denkt, Jodo, ich kann's halt. Was ist denn da hinten? Guck mal, was da. Was ist das denn da? Da liegt was drauf. Seht ihr das? Da liegt was, will ich haben. Oh, ich häng fest. Ich speichere kurz, bevor ich irgendwann mal festhänge und nicht wieder rauskomme. Verdammt nochmal, ja. Oh, sehr gut. Es ist wichtig, seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen. Deine Stärke wurde da oft um 1 erhöht. Oh, oh, oh. Easy. Sehr geil, gefällt mir. Sehr geil gegönnt. Dann sind wir, glaube ich, hier fertig. Also hat es sich gelohnt, hochzugehen, sonst hätten wir den Kollegen nicht gesehen. Es sind halt überall Sachen versteckt. Oh, hier war auch noch gar nicht. In der Ecke. Fast die Cola vergessen. Ja, hechel doch nicht so. Dann sind wir fertig in dem Raum. Oder in dem Bereich hier. Wir sollten kein Falldamage nehmen. Normalerweise mit Powerrüstung. Siehst du? Stampfattacke. Ab nach draußen, da waren irgendwelche Supermutanten oder so ein Scheiß. Können wir aufwechseln, denken, easy jetzt mit der Rüstung ist alles drin. Mit der Rüstung ist alles drin. Außer die ganz oben. Wo wir ganz oben rechts an der Map waren. Die haben wir auch nicht mit Powerrüstung geschafft. Ich glaube, wir waren auch mit Powerrüstung. Müssten wir gewesen sein. Und die waren aber auch zu stark. Deswegen müssen wir da nochmal gucken. Hier haben wir irgendwo Supermutanten gesehen. Ach, scheiß auf die. Können wir später machen. Wir wollen erstmal questmäßig hier weitermachen. Und zwar müssen wir da unten rechts hin. Dahin. Gehen wir doch. Gut, saven. Die Ecke haben wir fertig. Wissen, dass da noch ein Tresor drin ist, den wir uns eh nicht merken werden. Oh, hier sind eh die Supermutanten. Von der passt es doch. Supermutanten. Müllermaß leer. Da gerade die Laterne, die liegt, weil so ein Wurm, der irgendwie aus dem Boden guckt. Wisst ihr, die Raider wurden auch alle getötet hier von den Supermutanten. Ruhig, Hundi. Ach, hier muss ich rein. Dann gehen wir gleich hier rein. Ladescreen, okay. Von jeder von dir gesammelte Ausgabe von Leben und Lieben erhältst du einen einzigartigen Bonus für Begleiter, wie beispielsweise erhöhten Schaden oder mehr Gesundheit. Sehr gut, Dogmeat kann das gebrauchen. Ich finde Dogmeat, wie gesagt, eh besser wie Preston. Preston labert halt. Und labern ist scheiße. Ich finde nicht, dass jemand die ganze Zeit reinlabert. Und Preston, beziehungsweise Dogmeat kann gut tanken und kann die Leute festhalten. Es ist eine Stadt. Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Verpiss dich. was? Versicherung? Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Oh. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. So musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Ghoul? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look. Kommt super an bei den Ladies. Pass auf, hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ihr wisst schon, dass ich eine riesige Powerrüstung habe und euch alle mit einem Schlag Richtung Hölle schicken kann. Aber ist okay. Ich meine, ihr bist ein abgefuckter Ghoul und hässlich wie die Nacht, aber ist okay. Good Neighbor? So heißt er auf hier? Ganz genau.
Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Aha. Darf ich die jetzt looten? Das ist ein Diebstahl. Ich loote mal durch. Ich wollte erst sagen, verpiss dich, aber hätte halt nicht geklappt. Wer bist du denn hier erstmal? Hey. Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Fahrenheit. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Okay. Hey. Boah, das nenne ich mal Rüstung. Sieh dir nur mal diese Hydraulik an. Ahem. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Hey. Voll die Gammler alle hier. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Die brauchst du auch, weil du hässlich die Nacht bist. Okay, ich ist Clown. Fresse. Was für eine Blechbüchse. Du hast das Institut? Folge dem Weg der Freiheit, Bruder. Okay. Achso, das ist eine Mission. Haben die es abgeschlossen oder haben wir es neu bekommen? Hm. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben noch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Wie ist es so, ein, naja, Ghoul zu sein? Ja, es ist besonders schlimm, wenn einen die Leute ständig danach fragen. Aber ich schätze, ich kann ihnen das nicht wirklich verdenken. Auf der anderen Seite sehe ich noch ziemlich gut dafür aus, dass ich 220 Jahre alt bin. Okay. Also, wolltest du was kaufen? Moment, du bist 220 Jahre alt? Okay, okay, es sind eher 270 Jahre. Aber erzähl das nicht gleich jedem. Als Ghoul lebt man lange, da hört man irgendwann auf, die Geburtstage zu zählen. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, so alt zu sein? Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Bin auch so alt, wir sind eingefroren. Wie ist es denn? Es ist, als wäre man durch die Zeit gereist. Manchmal zumindest. Zwischen mir und den 20-Jährigen, die hier rumlaufen, liegen mehrere Jahrhunderte. Nicht, dass du dir vorstellen könntest, wie das ist, oder? Ja, kann ich. Jetzt machst du dich doch über mich lustig. Wenn du so alt wärst wie ich, dann hättest du noch die Zeit vor dem Krieg erlebt. Dann lass mal hören. Komm schon. Wenn du so alt bist, dann erzähl mir, wie die Welt vor dem Krieg war. Wunderschön und friedlich. War sie ja eigentlich. Wie immer? Nein, oder? Gut, davor gab es auch Kriege. Du zuerst. Du siehst nicht so gut aus, und das sage ich. Ich hatte eine Postung an. Ja gut, eigentlich war sie wundervoll und friedlich, weil wir ein Kind und so weiter. Ich hatte ein wunderschönes Haus. Einen weißen Lattenzaun. Und das grünste Gras, das du dir vorstellen kannst. Es war so friedlich. Ja, das war's, oder? Tut mir leid. Eine alte Dame, die weint, ist sicher das Letzte, was du sehen willst. Nun, du bist entweder der besterhaltene Ghoul, den ich je gesehen habe, oder der zweitbeste Betrüger in Good Neighbor. Ich erzähl dir keinen Scheiß. Weißt du was? Du solltest dir mal das Hotel Rexford ansehen, falls du das noch nicht gemacht hast. Da hängt noch ein Vorkriegsghoul rum. Naja, kommen wir wieder zum Geschäft. Was darf's denn sein? Was für Zeug verkaufst du? Oh, ein bisschen von allem was. Von Bohnen aus der Dose bis hin zu Cans.
Ich versuche jedes noch so komische Zeug zu ergattern, das die Karawanen in die Stadt bringen. Du wirst also ziemlich sicher was finden, das dir gefällt. Bereit, mal einen Blick drauf zu werfen? Ja, ich suche aber erstmal nach Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Ja, habe ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Habe ich schon gemacht. Oder? Was heißt eigentlich gelb? Wir haben eigentlich jetzt die Rüstung an. Können wir jetzt mehr rausschlagen? Ich glaube, die Bezahlung ist etwas mickrig dafür, dass ich ein ganzes Gebäude säubern soll. Hey, ich handle schon seit 200 Jahren Deals aus. Und du hast den Bogen soeben überspannt. Für den Job gibt es 200 Kronkorken. Nimm ihn an oder lass es. Wie es halt trotzdem keine negativen Auswertungen hat, wenn ich jedes Mal das versuche. Na, okay. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Okay. Geh zur Stadt. War ich da nicht schon? Ich will noch kurz reden mit dir. Oh, du bist wieder da. Kannst dich gar nicht an mir und meiner tollen Figur satt sehen, was? Nein? Dann wirst du wohl was kaufen müssen. Na, ich schau mal, was du hast. Denk daran, keine Rückgabe, kein Umtausch und keine Todesdrohungen. Okay, was hat die denn? Hat irgendwas Tolles hier? Die biometrischen Scanner könnte ich gebrauchen. Wert. Nehmen wir, kaufen wir mit. Nehmen wir mit. Sonst irgendwas Tolles hier vielleicht? Kamera, Jet, bla 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 bla. Was die alles für eine Scheiße hat. Oh, hier. Zerstörtes linkes Bein. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Oh, 11, natürlich sehr, sehr geil. Kostet 1000. What? Das kostet natürlich, ist auch sehr geil. Was haben wir sonst noch für Waffen vielleicht? Wir haben nur zwei gute Rüstungsteile, der Rest ist einfach Müll. Kaufen. Alles klar. Okay. Ich muss das Buch noch zurückbringen, den Rest haben wir ja schon gemacht, glaube ich, in der Bücherei. Meine ich zumindest. Egal, das war's ja von dem Part, Leute. Halt die Schnauze. Das war's für den Part. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen wunderbaren... Warum kann ich mich drehen? Würde mich freuen, wenn ihr einen wunderbaren Like da lasst. Seid ein Haufen Super Nasser Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Was macht der Hund da? Guckt auf die Bahn. Egal. Tschüss.